Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass du wieder da bist. Mein erster Antikriegsfilm war meiner Erinnerung nach Die Brücke von Bernhard Wicki. Ich habe den Film bei meinem Onkel damals auf Betamax gesehen und kaufte mir später eine Laserdisc von diesem erschütternden Film. Laserdisc hieß damals übrigens noch Bildplatte. Ich habe mein Exemplar hier noch dabei, so sah sie aus. Für sehr, sehr teuer Geld damals, was man gekauft hat. Der Inhalt des Films erschütterte mich. Jungs vom Nazi-Regime, verblendete Milchbubis, verteidigen im Zweiten Weltkrieg eine strategisch wertlose Brücke und beißen zumeist jämmerlich ins Gras. Nur Albert, gespielt von Fritz Wepper, überlebt das sinnlose Gefecht. Der junge Fritz Wepper war damals gerade mal 17 Jahre alt und spielt unglaublich überzeugend. Nun verstarb der beliebte Schauspieler im Alter von 82 Jahren. Wepper spielte viel im Kino, noch mehr im Fernsehen. Aber rückblickend sind mir neben dem Film Kirschblüten vor allem eben der Antikriegsfilm Die Brücke in Erinnerung geblieben. Gedreht wurde der Film 1959 an der Brücke über den Nebenarm des Flusses Regen bei Birtor in Cham in der Oberpfalz in Bayern. Ich wollte mir die Originalbrücke einmal ansehen, aber sie wurde abgerissen und durch ein neues Bauwerk ersetzt. Auch schön gemacht, mit vielen Filmbildern verkleidet. Für diesen Film wurde Bernhard Wicki mit Preisen überhäuft. Nicht zuletzt bekam er das Prädikat besonders wertvoll. Für mich öffnete die Brücke das Genre des Antikriegsfilms und für Fritz Wepper ebnete sich der Weg in die nationale und internationale Filmwelt, was so ein kleiner Film alles ausmacht. Übrigens, apropos kleiner Film, eine kleine Nebenrolle, die mir auch noch im Gedächtnis blieb und mir bis heute einprägte, war am Rande zu sehen. Wicke von Bülow, wir kennen ihn unter Loriot, spielte einen Stabsfeldwebel. Der rief am Telefon immer wieder das Codewort Bienenkorb, Bienenkorb. Das Wort wird innerhalb unserer Familie verwendet, wenn jemand nicht erreichbar ist. Also, danke Fritz Wepper für dein Leben, für deine Filme und für deine Unterhaltung.